Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder eine Cup-Analyse und zwar werden wir die Runden vom gestrigen Lobetti Cup analysieren, die wir eben halt gestern als Trio gezockt hatten. Und dort hatten wir es eben mal nicht geschafft, uns für die zweite Runde zu qualifizieren. Und ich werde euch jetzt zeigen, woran das Ganze gelegen hat, wo die Fehler in den einzelnen Runden waren. Und ich glaube, da kann der ein oder andere auf jeden Fall gerade fürs Trio auch etwas lernen. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit der ersten Runde. In der ersten Runde sind wir Camp Cod gelandet. Dort hatten wir keine Kills geholt, hatten aber ganz guten Loot geholt. Dann waren wir hier oben auf einem Berg, hatten Gegner gesehen, haben die ein bisschen angelasert. Waren eigentlich noch relativ geschlossen. Wir hätten vielleicht hier ein bisschen eher geschlossen auf einen Gegner gehen sollen und nicht so alle drei gleichzeitig irgendwie fighten können. Dann hätten wir wahrscheinlich vielleicht schon den ersten hier direkt an der Front holen können. Und so wäre es dann 3v2 gewesen. Das war allerdings nicht der größte Fehler, da wir jetzt zumindest in dieser Situation zusammen gewesen sind. Danach wollten wir uns dann healen. Das Problem war allerdings, dass mein eine Mate Lukas eben halt nicht mit uns mitgekommen ist, sondern eben halt oben auf dem Berg gewartet hat und dadurch konnten wir eben halt die Splashpacks, die wir eben halt vorher schon gesehen hatten, nicht zusammen usen und letztendlich ist dann auch Lukas down gegangen, weil er gerammt wurde und dann musste ich eben halt die Splashpacks alleine holen, weil dann eben halt Mem auch schon direkt auf die Gegner raufgegangen ist. Am Ende waren dann beide tot. Ich musste eine 1v3 machen, hatte noch einen Gegner ziemlich gut gekillt mit einem 160er Shot, hatte aber am Ende eben halt nicht gereicht und hätten wir hier auf jeden Fall die Splashpacks zusammengeused, wäre es auf jeden Fall besser gewesen. In der zweiten Runde sind wir wieder Camp Cod gelandet, dort sind Gegner gelandet, die hatten allerdings einen richtig schlechten Job, hatten dadurch keine Waffen, was wir natürlich wussten und so konnten wir auch 1v1 gegen die Gegner gehen und hatten so auch direkt die ersten Early Game Kills. Danach war ich relativ lange mit dem Hai beschäftigt, da ich eigentlich nur angeln wollte und so hatten wir relativ viel Zeit verbraucht, sind relativ spät in die Zone gekommen. Dadurch hatten wir dann auch relativ viel Pressure durch die Zone und als wir dann in Slurpy Swamp angekommen sind, wurden wir auch dort abgefangen. Meine Mates haben schon direkt gefightet, ich war immer noch etwas hinterher, da ich eben halt wie gesagt noch ein bisschen gefischt hatte. Dadurch sind dann meine Mates down gegangen und ich musste dann eben halt auch wieder 1v3 fighten. War auf jeden Fall von mir auch hier nicht so schlau, dass ich wie gesagt so lange gefischt habe. Das hatten wir dann aber auch in den nächsten Runden direkt verbessert. In der nächsten Runde hatten wir direkt einen Early Game Fight in Camp Cod. Dort war dann direkt vor mir auch ein Gegner, als ich auf das Gebäude raufgepusht hatte, der hätte mich easy killen können. Dort hatten wir auch insgesamt mit sehr, sehr wenig Absprache nur gefightet. Beispielsweise ist dann mein einer Mate direkt runter zu den Gegnern gejobbt, hatte dort ein bisschen gefightet. Ich war von oben, habe so die Builds meiner Mates auch so ein bisschen zerstört. Wir hatten, wie gesagt, einfach zu wenig Absprache in der Situation. Da hatte immer, wie gesagt, jeder für sich gefightet und wir hatten nicht als Trio gefightet. Mein einer Mate ist dann auch relativ schnell down gegangen. Hätten wir alles definitiv leichter bekommen können. Wir waren dann hier auch in den Builds der ganzen Gegner und so hatten die Gegner eben halt dort auch ein leichtes Spiel, uns am Ende zu killen. In der nächsten Runde hatte ich dann direkt einen Kill bekommen, da ich einen besseren Job hatte und so die Waffe zuerst bekommen hatte. Dann sind wir direkt zu dritt auf seinen Mate draufgegangen und das wäre eben halt auch relativ leicht, weil ein 3v1 eben halt selbst in der ARS relativ leicht zu machen ist. Dann kam direkt sein Mate, den hatten wir eben halt auch zu dritt sehr, sehr gut bekommen. Dementsprechend ist es auf jeden Fall immer das Beste und gerade im Early Game versucht immer 3v1s zu suchen und so hatten wir, wie gesagt, eigentlich kaum irgendwelche Risiken, die wir dort eingegangen sind. Durch den schnellen Early Game Fight hatten wir genug Zeit dann auch später zum Looten, hatten relativ gutes Positioning hier bekommen auf einem Berg. Ich hatte dann tatsächlich einen relativ guten Snipe auf einen in Retail Row gesetzt, hatte dem Headshot Snipe gegeben, wodurch er direkt down gewesen ist. Wir hatten ihn dann allerdings nicht gepusht, weil es eben halt viel zu riskant gewesen wäre, dort nach unten zu gehen. Außerdem ist die Range eben halt groß genug, die haben einen Porter Forte, alle Builds dort gehören denen. Deshalb hatten wir uns dann dazu eben halt entschieden, den einfach zu lassen und den eben halt wieder reviven zu lassen. Im Endgame waren wir dann zusammen auf einem Tab, waren allerdings relativ weit hinten in der Zone und haben trotzdem versucht, einen Gegner zu fighten, der zwar solo war, allerdings waren wir, wie gesagt, ganz am Ende der Zone, wodurch wir eigentlich relativ viel Druck davon hatten. Letztendlich hatten wir den Gegner auch nicht bekommen und da war das Problem, dass Lukas eben halt geshockwaved hatte, ohne es anzukündigen. Ich wurde in die Zone geboxt, weshalb ich dann eben halt dort drin auch gestorben bin. Meine Mates hatten dann noch einen Gegner, einen Solo-Gegner in der Box gesehen, sind raufgepressured und hatten den eben halt als Duo sehr, sehr gut bekommen können. Dadurch, dass der Gegner dann eben halt auch Pressure von der Zone hatte, war es sehr leicht. Danach hatten sie allerdings jeweils einzeln einen Tarp gebaut, wodurch die etwas Metz verschwendet hatten. Lukas hat dann allerdings ein paar Gegner im Storm gesehen, hatte dort auch noch einen Kill bekommen, ist dann auch immer weiter auf Gegner raufgegangen, war ein bisschen ahead von der Zone, wodurch er eben halt dazu auch die Zeit hatte, hatte hier in der Stelle noch einen Kill bekommen und ist dann letztendlich auch auf Highground gegangen. Wie gesagt, sie waren eigentlich relativ gut dort positioned, haben versucht immer möglichst weit ahead von den Gegnern zu bleiben und hatten so letztendlich
letztendlich auch relativ easy den Sieg bekommen. Dann sind wir in der nächsten Runde hier bei dieser Insel gewesen, dieser großen Insel. Ich hatte dann vorgeschlagen, dass wir uns hier irgendwo auf dieser Insel letztendlich auch oben positionieren, da man dort natürlich ein ziemlich gutes Positioning hat. Meine Mates bzw. Lukas hat dann allerdings gesagt, dass wir eher unten bleiben sollten und eher auf der Zeit sein sollten. Das hatte ich dann auch befolgt. Wir hatten uns dort nicht so wirklich abgesprochen, hatten nicht so wirklich darüber diskutiert, was jetzt wirklich das Beste wäre, und wir hatten im Prinzip einfach nur jedem anderen dann immer wieder blind vertraut. Wir hatten uns dann im Prinzip genau an der Wand dieser Insel positioniert und im Prinzip auch genau darunter, wo ich ihm halt vorgeschlagen hatte. Über uns hatten und dann eben halt Gegner auch schon den Highground genommen, wodurch wir eben halt hier auch nicht in der besten Situation gewesen sind. Wie gesagt, ich hatte vorgeschlagen, dass wir eben halt dort oben drauf gehen. Wir waren auch die Ersten, die dort gewesen wären, und so hätten wir von dort oben sicherlich einige Kills holen können. Dann sind wir im Endgame relativ allein immer getappt, das heißt, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Lukas hat dann auch gesagt, dass wir ihm folgen sollen, weil er eben halt er auf Sohn gehen wollte. Das hatten wir dann allerdings irgendwie eben halt nicht wirklich gehört, und dadurch hatte eben halt jeder so sein eigenes Ding gemacht. Ich hatte dann hier versucht, noch ein paar Gegner anzuschießen. Wie gesagt, letztendlich hatten wir jeder immer so sein eigenes Ding gemacht, und so hatten wir einige Mats verschwendet. Wir waren eben halt nie zusammen, wenn wir in einem Fight waren. Wir konnten nie Gegner blocken, beziehungsweise konnten uns dann auch nie zwischendurch irgendwie heilen, weil wir natürlich jeder für sich sein Tab bauen mussten. Am Ende war ich dann der Einzige, der live war. Ich hatte dann aus zu sehen, mein Silver Surfer Board benutzt und war dann eben halt oben, und dadurch war ich eben halt eigentlich in einem relativ schlechten Positioning auf einem relativ schlechten Layer und hatte eben halt auch nicht mehr so viele Mats. Am Ende wurde ich dann einfach von oben gebeamt und dann war ich letztendlich auch tot. Wie gesagt, wenn wir hier zusammen gewesen, dann wären wir immer zu dritt locker bis dahin gekommen und hätten sicherlich auch gute Chancen gehabt, vielleicht auf Highground zu gehen und den Win natürlich zu holen. In der sechsten Runde war die Zone wieder auf dieser Insel und dann hatten wir uns oben eben halt auch relativ gut positioniert an einem Berg, und so hatten wir auch das beste Positioning eigentlich in der Zone. Meine Mates hatten dann noch in Craig gelootet. Ich hatte versucht, dort hinten die Gegner dann zu snipen. Hatte auch ab und zu immer wieder getroffen auf 250 Meter. Allerdings hat es letztendlich nichts gebracht. Einfach ein bisschen Schaden zumindest gemacht. Vielleicht wäre ja eine down gegangen. Wäre dann auf jeden Fall ganz nice gewesen. Auf jeden Fall war so eigentlich alles ganz gut. Ich hatte Überblick über die ganze Karte und konnte eben halt auch auf meine Mates achten. Von der Position aus hatten wir dann auch relativ gute Möglichkeiten, Gegner zu killen. So hatten wir beispielsweise unten aus Craig auch jemanden gekillt. Danach konnten wir von da aus direkt auch auf den nächsten Solo-Spieler raufpushen. Der ist nach unten gefallen, wo das Loot natürlich auch ebenfalls unten lag. Dann sind wir da auch runtergegangen und sind eben halt von dort aus dann auch Richtung nächste Zone rotiert. Dort unten war dann auch ein Loot-Shop direkt, wodurch wir dann Shockwave-Nades bekommen hatten. Mem ist dann allerdings weggegangen und dadurch hatten wir eben halt nur zweite Shockwaves usen können, wodurch eben halt dann Mem auch eine deutlich schwierige Rotation hatte. Wir sind relativ gut dann eigentlich von dort aus in Richtung Zone gekommen und sind relativ safe dort reingeschwommen. Vom Turtle hatten dann auch welche versucht, auf meine Mates zu schießen, beziehungsweise auf Mem zu schießen, da er ja wie gesagt noch etwas weiter hinten war, und dort hatte ich dann auch relativ guten Snipe raufgesetzt. Danach haben wir dann direkt auf den einen Solo-Spieler raufgepusht und hatten den eben halt auch als Trio relativ leicht bekommen können, beziehungsweise eigentlich nur als Duo, weil eben wie gesagt Mem noch relativ weit weg war. Wie auch schon in den Runden davor sind wir hier dann auch weiterhin nicht wirklich zusammengeblieben und wir waren dann eben halt auch wieder relativ weit hinten hinter Lukas, waren nicht so wirklich zusammen dauerhaft, und dadurch war es natürlich dann letztendlich auch wieder relativ schwierig. Ich war dann irgendwie dauerhaft richtig weit hinter meinen Mates und dadurch wurde ich von oben dann irgendwann ziemlich gut gelasert und bin letztendlich durch die ganzen Energy Rifles auch mit wenigen Shots down gegangen. Mem ist ebenfalls dann down gegangen. Wie gesagt, wir hätten hier deutlich mehr zusammenspielen können und hatten uns eben halt am Ende auch nicht wirklich wieder abgesprochen. Dadurch, dass Lukas dann hier wieder alleine im Endgame war, hatten wir eben halt keine Chance, irgendwie zusammen auf Gegner raufzugehen, und ich glaube, wenn wir zusammen gewesen, hätten wir sogar auch wieder in dieser Runde einen Win holen können. In der siebten Runde hatten wir wieder einen Early Game Fight. Dort war allerdings das Problem, dass ich alleine im Prinzip hier erstmal gewesen bin. Lukas hatte noch an einer anderen Stelle gelootet. Die Gegner kamen schon direkt hier und ich hatte ein bisschen eine Shots gemisst. Mem hat noch woanders gelootet, hatte dadurch relativ viel Zeit gebraucht, um zu uns zu kommen. Ich hatte hier den ersten gekillt. Lukas hat dann allerdings weiterhin gelootet und ich bin dann down gegangen, währenddessen eben halt Lukas noch lange nicht da war. Und Mem hatte eben halt weiterhin noch deutlich mehr Zeit gebraucht, um hier hinzukommen. Am Ende musste
dann Lukas ein 1v2 machen und danach musste eben halt auch Mem nochmal ein 1v2 machen und das geht natürlich alles alleine nicht auf. Dann hatte ich wieder Early Game direkt einen Kill geholt, Lukas wurde danach gesniped, wodurch wir wieder nur noch zu zweit waren. Das Problem war dann eben halt, dass wir gerammt wurden und dann musste eben halt 2v3 gegen die Gegner fighten und das war natürlich jetzt auch nicht so leicht. Ich wurde gebuggelt, hatte einen vorher aber noch echt ziemlich gut gelasert, allerdings wie gesagt mit Boogie Bomb kann man natürlich eigentlich gar nichts machen und so war natürlich auch die Chance relativ gering. Die waren zwar alle white am Ende, trotzdem waren sie eben mal halt drei Gegner, wo ich eben halt dann erstmal so alleine fighten musste. Mem hatte dann auch noch irgendwo sowas anderes gemacht. Es war immer nicht so wirklich sein Tag, er ist down gegangen. Ich hätte letztendlich tatsächlich am Ende sogar fast noch die ganzen Gegner bekommen können. Die waren eben halt, wie gesagt, alle wirklich sehr, sehr low. In der vorletzten Runde sind wir dann hier wieder in einem Midgame-Fight gekommen, waren am Rand der Zone. Das Problem war, wir hatten eigentlich relativ gut gefightet, waren eben halt sogar auf Highground und alles. Nur dann sind wir eben halt irgendwann, als wir so den ersten und zweiten gekillt hatten, sind wir eben halt einfach runtergedroppt, um eben halt wahrscheinlich Loot oder so zu holen. Allerdings waren wir dann natürlich eben halt, wie gesagt, gegen die zwei Teams, die dort vorher gefightet hatten, im Lowground und dadurch hatten die eben halt auch relativ gute Chancen, uns zu killen und wir sind dann eben halt auch so alle nacheinander down gegangen. Im Early Game der letzten Runde hatten wir ordentlich Kills dann wieder geholt, waren auch alle mit relativ guten Loot ausgestückt, allerdings hatte ich dann eben halt nicht mit den anderen hochgepusht, war dadurch eben halt unten, dann wurde ich von Gegnern gepusht, hat es halt dem einen noch einen guten Shot gegeben, war dann allerdings auch hier wieder im Lowground und wurde dadurch vom Trio gekillt. Da mussten meine Mates wieder ein 2v3 machen, dadurch war es natürlich auch ebenfalls für die schwieriger. Am Ende ist dann Lukas eben halt auch gegen das Trio down gegangen und es lebte nur noch Mem. Dann kam allerdings auch wieder die Zone und hatten wir natürlich auch wieder etwas Pressure drauf und so hatte eben halt selbst Mem auch eigentlich wieder in dieser Situation kaum eine Chance gehabt. Zusammengefasst waren eigentlich die häufigsten Probleme, dass er beispielsweise im Endgame eben halt nicht zusammen getarpt sind, jeder so sein eigenes Ding dort gemacht hatte. Ansonsten waren wir eben halt auch in den Fights meistens häufig splittet, meistens hatte vielleicht zuerst einer da mit dem Fight begonnen, dann kamen erst die Mates da hinzu und wir hatten eben halt nicht wirklich immer als Trio gegen eine Solo eben halt gefightet, das heißt, wir hatten uns nicht einen von einem anderen Trio ausgesucht und sind zusammen auf den gegangen, sondern sind eben halt als Trio immer auch gegen das ganze Trio gegangen und wir sind eben halt ansonsten auch häufig immer in Lowground gejobbt, obwohl es gar nicht Not tut und so waren wir dann eben halt auch immer im Lowground der Gegner. Das waren so der häufigsten Fehler, ich versuche das auf jeden Fall im nächsten Cup zu verbessern und wenn wir natürlich wieder einen weiteren Cup haben, dann wird es dazu natürlich auch wieder ein Analysevideo geben, wahrscheinlich so in der nächsten oder übernächsten Woche wird das nächste kommen. Wenn ihr dazu nichts verpasst wollt, lasst dir gerne ein Abo da und dann hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hatte. Wenn es so sein sollte, lasst natürlich gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.